es regnet, es regnet seinen Lauf. Und wenn's genug geregnet hat, dann hört es wieder auf. Erinnere dich an das Vogelnest und die brütende Vogelmama. Ist sie nämlich einmal ausgeflogen, kannst du das Vogelnest vor zu viel Regenwasser schützen. Denn du hast immer ein paar Regenschirme dabei. Halte deine Finger, die du für das Spiel nicht benötigst, griffbereit wie einen Regenschirm schützend über das Vogelnest, ohne es zu berühren. Beobachte doch mal, ob während deines Flötenspiels die Regenschirme alle etwa den gleichen Abstand zu den Grifflöchern haben. Ist vielleicht einer schon vom Sturm zerrupft und lässt den Regen in das Vogelnest? Dann repariere ihn schnell. Viel Spaß dabei und denke dran, nach Regen kommt auch wieder Sonnenschein.